Warum geht man überhaupt in die Politik? Für den Applaus? Die große Bühne? Eier und Tomatenflogen. Und ausgerechnet für die? Mal ehrlich, keiner kommt einfach so als Politiker auf die Welt. Keiner hier ist unfehlbar. Und erst recht nicht unverwundbar. Bundesinnenminister Schäuble niedergeschossen. Ich habe zu ihm gesagt, du darfst nicht sterben. Also, warum macht man diesen Job? Zum Beispiel, damit sich in unserem Land jeder sicher fühlen kann. Egal, an was man glaubt. Oder wie man lebt. Oder wie man liebt. Damit die hier nicht das Sagen haben. Oder die hier. Oder die. Damit kriminelle Clans nicht mehr Ferrari fahren, sondern Mercedes. Und damit Deutschland nicht überholt wird. Sondern digitalisiert. Weil uns klar ist, damit unser Leben so bleibt, wie es ist, müssen wir uns verändern. Ob wir wollen oder nicht. Veränderung? Dafür steht die CDU? Klar. Aber eben nicht Knall auf Fall. Sondern mit Herz und Hirn. Dafür steht die CDU. Nicht immer alles besser wissen, wenn nötig auch mal um Rat fragen. Erst denken, dann reden. Und auch mit denen, die eine kritische Haltung haben. Ja, gerade mit denen. Aber auch schwierige Entscheidungen treffen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. I help, this is normally. Nächstenliebe zeigen, auch wenn das altmodisch klingt. Heute sehen wir uns die CDU. Zerstört werden. Und immer wieder aufstehen. Diskutieren, streiten. Und trotzdem nie vergessen, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Viel mehr. Die Einheit unserer Nation. Während andere über Gleichberechtigung viel geredet haben, war eine von uns schon längst die mächtigste Frau der Welt. Und heute werden wir nicht mehr nur um unsere Autos beneidet, sondern auch um unsere Politik. Ja, und da sind wir wieder am Anfang. Warum tut ihr das alles? Am Ende ist es ganz einfach. Wir tun es, weil wir an Demokratie glauben. Wir tun es aus Verantwortung. Aus Lust auf die Zukunft. Ja, das ist es eigentlich. Alles, was wir tun, tun wir wegen morgen. CDU